Moin Leute, willkommen zur neuen Folge von Let's Play Forza Horizon 5. So. Mit das Rennen wollten wir fahren. Oh, neue Season. Ah, hier gibt es jetzt gibt's den Königsegg. Ich freue mich schon drauf, es in den neuen Saisonveranstaltungen mit dem Sturm aufzunehmen. Nein, Moment. Ich freue mich drauf, dir dabei zuzusehen. Das sind viele. Wenn wir alle gewinnen, sollten wir es haben. Ach, komm, fahren wir den Typ. Oh, Junge!
So. Es hat wieder stehen bleiben. Also 15 Sekunden schneller ist der langsamste. Was für Fahrzeuge brauchen wir eigentlich für unsere neue Season? Wo wir investieren können. Sagt sich wieder Mazda ist, obwohl der letzte RX-7, der war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Jetzt haben wir wieder ein weiteres Rennen. Ja, 5 ist. Hier. Port 800. Einschränkung, okay. P63, okay. Neues Haus. 150.000. Aber ein Ford 800. Wir haben doch kein Ford, der 800 hat, oder? 750 hat er hier. Wir können das Ding vielleicht gucken, ob wir es noch ein bisschen höher gezüchtet kriegen. Von der Leistung her. Wohl deine Glückszahl, aber vermutlich wirst du hier nicht aufhören. Ja, dann bin ich mal ganz kurz zu Hause. Das Ding, wenn wir 800 hochgepusht kriegen, noch. Ja, wir machen mit manuell Upgrade. Wir haben ja schon Allradantrieb zum Glück. Haben wir einen Turbo? Halbbau haben wir. Antriebsart. Turbo haben wir nicht, glaube ich, für das Ding. Ja. Hier, Turbo. Wir sind bei 770 aktuell. Bremsen haben wir die besten. Federung. Stabi haben wir. Okay, das wird jetzt komplett übertreiben. Und jetzt sind gerade die. Okay, da können wir das aktuell das Beste, was wir haben. Wir haben die breiten Reifen drauf. Felgen. Ja, die hier. Dann noch 24 Kilo Felgen. Wenn ich 24 Kilo Felgen, sieht nicht so gut aus. Tamila beispielsweise. Oh, minus 27 wäre geil. Also dann alles so irgendwelche Gewichtserhöhungen.
Das würde nur alles doch wieder schlechter machen von den Werten. Nicht einstellbar, Heckflügel. Machst du auch nur langsamer. Und die Front. Wenn du Scheinwerfer noch zusätzliche. Machst aber auch ein bisschen langsamer. Das haben wir alle schon. Also egal, jetzt drehen und wenden. Vielleicht hier noch was. Okay, haben wir. Wenn wir auf 800 kommen. Wenn wir Beschleunigung wieder erhöhen. Ein Differential. Würde ich sagen, rennt das Differential. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach jetzt zu dem Dings. Jetzt mal darüber, dem Ding. Also wieder so ein Downhill-Rennen. Aber da könnten wir die anderen fortbenehmen, was doch ganz praktisch wäre. Das ist ein Straßenkurs, da könnten wir den Fort wieder vernehmen mit den Slicks. Radarkontrolle. Oh, moderne Sportwagen. Was ist das hier? Das Rennen ist Superlimousine. Offroader bis 800 begrenzt. Na. Supersportwagen bis 900. Jeep bis 700. Oh, unser ist so getuned. Navi dafür aus. Ich war noch gar kein Navi dafür ausgewählt bis dahin. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern rechts abbiegen. Let's go. Lackschaden.
Oh, verdammt. Alter. Junge, wie schnell ist denn der? Mitten durch die Wüste mit Slicks. Du hast dein Ziel erreicht. Da. Das Ding darf ja. Der Ford ist ja genau auf 800. Wir brauchen wieder ein neues Outfit. Unbedingt. Aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Okay, die ist ein bisschen kurz, aber. Destiny Anders Time am besten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.